Wer ist denn jetzt neu dabei? Gerade. Irgendwer ist noch gejoint. Nadine. Okay, super. Alter, ich bin zu blöd für die Task. Wer ist direkt runter? Luna steht da noch, ist er wahrscheinlich immer noch auf dem Klo. Macht doch die Common-Task einfach nicht. LOL. Irgendwer hat einfach direkt oben gekillt, als wir alle runtergegangen sind, aber ich bin nochmal hochgegangen. Ach LOL, ich hab gar nicht reportet. Ich hab auch auf den Report-Button gedrückt. Report. In dem also Stack, in dem wir die Schlüssel gemacht haben? Wahrscheinlich, also Licht war aus, ich hab nicht gesehen, wo es genau lag. Ich hab zwar geguckt, ob ich die Leiche finde, aber gesehen habe ich nicht. Also ich stand ganz oben, da habe ich direkt den Report-Button gehabt. Aber ich habe da keine Leiche. Wer ist denn schon alles runtergelaufen? Da können wir die ja auch schon. Ich bin runtergelaufen. Ich war fertig und dann kam der Report. Ich war auch gerade fertig, der kam Report. Also ich stehe noch oben. Also ich bin der auf Report auch kam direkt, als ich mich hingesetzt habe. Bin also auf ich jeden konnte Fall nichts auch machen. In dem Raum oben drin. Dropship, also. Ja, toll. Also das einzige. Eine andere Sache noch, Luna hat einfach die Common Task nicht gemacht. Sondern ist direkt runtergelaufen. Ja, gut. Ja, ich bin überfordert, okay, ich war eben auf dem Klo, hab jetzt Schmerzen des Todes, bin jetzt am Weinen. Okay, also mach mich nicht. Aber sie kann ja auch keinen Genkill gemacht haben. Also das ja, den Kill, jetzt auch den Kill kann sie nicht gemacht, ich wollte nur die Info droppen. Ja, okay. Also, dann das gibt mir jetzt. Ja, wer ist alles sass? Wer war alles oben? Na, ich war oben noch. Ja, fragen wir mal andersrum. Wer war denn nicht mehr oben? Luna war nicht oben. Ich. Also, ich sag's mal so. Ich war auch nicht mehr oben. Herdmann, also Olaf. Ich bin runtergegangen, aber bin dann wieder hochgegangen, weil ich dachte, hä? What the fuck? Weil. Okay, es sind immer noch 5 Leute, die in diesem Stack standen, inklusive mir. Also, geil. Tim, glaube ich, auf jeden Fall, dass das nicht war, weil. So dumm schätze ich Tim. Ja, das wäre richtig dumm. Also, es ist schon risky, aber es ist schon ein ganz schöner Ballsy-Play. Warte, von wem wissen wir nicht, wo er war? Hat irgendwer nichts gesagt? Samira hat nichts gesagt, ne? Ja, wo wird die gewesen sein? In dem Stack oder nicht? Ja, aber wenn jemand absichtlich nicht sagt, wo er ist, dann ist er es meistens. Ich bin runtergegangen, habe ich gesagt. Achso, ja, Licht muss. Ja, komm, diesmal macht wer anders Licht. Ich mach immer direkt Licht dann. Ist keiner Bock, Licht zu machen? Oh, Leute, ey. Okay, damit kann ich leben. Irgendwie habe ich in meinen Imposter-Runden die Türen irgendwie gar nicht benutzt, fällt mir gerade so ein. Lol. Aber hat sich auch teilweise gar nicht so wirklich angeboten. So, hier ist einfach keiner. Kommt jetzt wieder aus dem Vent. Oh lol. Egal. Ich muss ins Specimen sogar. Und dann gehe ich danach an Lifeline. Lab ist einfach keiner die ganze Zeit. Ich bin gerade aus Decon in Admin reingegangen und da liegt die Leiche. Und Underdog, also, ich gerade aus der anderen Richtung reingekommen. Ich war gerade bei, wo man. Wo kommt man das? Wie hieß das nochmal, wo man das guckt, ob die noch leben? Lifeline. Lifeline. Ich war bei Lifeline, hab daneben gerade Download gemacht. Hab dann bei Lifeline geguckt, hab gesehen, dass Olaf dead war, wollte runter zu Admins, wollte nach und da lag er. Und du kamst dann halt mir entgegen. Ja, ich bin ja aus Specimen rausgekommen, also aus dem Decon rausgekommen, das müsstest du ja auch gesehen haben. Ja, du kannst mir entgegen. Aber es ist kurz vorher auch einer aus dem Decon gekommen. Das habe ich noch gesehen, deswegen war die Tür bei mir zuerst zu. Das heißt, der davor aus dem Decon rausgekommen ist, entweder, obwohl, nee, warte, also, vielleicht war das auch Olaf. Er war ja auch, wo ich gerade. Nee, er war kurz davor noch bei mir. Wo ich den Upload so, gemacht habe, war er selber bei Lifelines, ist dann runter zu Admins dann gegangen. Muss der aus dem Decon gekommen ist, es gewesen. Ist dir irgendwer entgegengekommen? Nee. Dann ist er wahrscheinlich in den Vent rein. Mhm. Eventuell. Also, dann muss er jetzt aber ein Lab sein, wenn er gewentet ist. Oh, da ist noch im Vent einfach ja, oder drin. So. Das war ja, wir haben ja mega schnell reported, also wahrscheinlich. Okay.
Wenn, also Paco ist safe, mit dem habe ich gerade diese komische Task gemacht, Kill. Wo du die O2-Flaschen... Stimmt, ja. Stimmt. Wer, waren jetzt am Ende noch zwei Leute oder so zusammen? Das wäre cool, die Paare ja zu wissen. Ja, wir. Grün und ich. Also ja. Sonst? Naja, ich war in Weapons. Ich war bei Weapons. Weapons raus in... war ganz kurz davor, in diesem einen Bereich zu sein, wo wir dieses Meeting haben. Warst du auch gerade kurz, warst du kurz in Weapons drin? Ja, ich habe meine Weapons gemacht, bin war raus da, und dann weiß, halt nach rechts. War Weiß in Weapons? Naja, ich schätze mal, die ist kurz nach mir reingegangen. Ja, aber das macht Weiß für mich mehr sus. Ich hab so... Ja, weil sie dich ja gesehen haben müsste. Ja. Eventuell, also ich weiß nicht. Bist du fertig geworden mit Weapons? Aber... Mit dem Schießen? Ich war, ist schon ein paar Sekunden vergangen. Ja, trotz, das heißt, sie muss mich nicht unbedingt noch gesehen haben. Wäre nice, wenn alle voten. Egal was. Aber wir dürfen aber nicht immer so lange diskutieren. Das ist schon gut, aber man muss am Ende halt auch voten. Wenn man keinen Plan hat, einfach skippen. Kommst du selber? Nee. Er hat mir nur noch meine Wasserrad-Task angezeigt. Hier wäre ich jetzt natürlich perfekt das Spot für einen Kill und dann wegwenden. Aber zu spät. Ich guck mal Lifeline. Ich muss nur noch meine eine Task fertig machen, das kann ich auch später machen. Obwohl, ich mach's jetzt schnell und dann kann ich danach meine komplette Zeit in die Investigation stecken. Die steht da wieder rum. Und macht nix. Das ist schon wieder so sus. Ich bleib bei 20. Oder ist die hier noch? Oh, hier ist Paco. Obwohl, ich weiß halt nicht, ob er es vielleicht ja auch sein könnte. So. Ich hab Giga-Sus immer wieder auf Lady. Keiner ist dead, aber ich guck mal eben Admin. Bleib hier. Ja, Purple ist gestorben, 20 safe. Der Kill ist ziemlich frisch. Ich kann 20 ja rausnehmen, der war mit mir an Lifeline. Kein Lost Luna, glaube ich, rausnehmen. Was? Ich sagte, ich kann Lost Luna rausnehmen. Wieso? Weil ich die Task gemacht habe und die und derjenige auch dabei war und das gleiche gemacht hat. Ja, wir waren jetzt ja gar nicht, weiß das heißt irgendwer ja mit irgendwem zusammen die letzten 5 bis 10 Sekunden. Genau, das ist wichtig. Also ich hab. Naja, ich hab. War der alle solo? Gesehen, wie er, ja, ich war ja ich hab gerade grün gesehen, wo ist die Leiche gegangen ist. Weil. Bei diesen Dingern oben. Deacon. Achso, wieder Deacon oben. Ja. Oh, warte, wer war denn Lab, als ich da rausgegangen bin? Tim, was hast du gesagt? 20 und du gesagt? Wir beide sind safe, wir waren an Lifeline, als der Kill gefallen ist. Lifeline, okay, gut. Braun war in Lab, als ich da rausgegangen bin. Ich bin nach Lab direkt in Lifeline gegangen, weil ich dann in Lab meine letzte Task gemacht habe. Ich hab da mit Basescan gemacht und dann diesen Sample-Ding da gemacht. Und dann bin ich rein in Lifeline, hab dich gesehen und dann ging das Licht aus und ich bin in Richtung Electrical. Irgendjemand eine Vermutung? Ich finde, für mich persönlich hätte, sind Braun, also Weiß und Schwarz am meisten sus. Ich hätte eigentlich Tim gesagt, aber wenn ihr zu zweit in Lifeline seid, dann passt das nicht. Weil ich bin von Labs. Ja, wir haben ja noch zwei Imposter raus, nicht? Also wir können es ja eigentlich auch noch sein, nur halt nicht für den Kill. Ja, okay, wir nehmen ihn ja nur für den Kill, raus. Kill. Aber das ergibt, das passt ja nicht. Also für den Kill reicht das ja nicht. Weil ich bin oben in Labs, dann bin ich durch Deacon durch, hab dann mein Zeug gemacht und bin dann irgendwo, war jetzt am Ende irgendwo in, war gerade bei Admin angekommen. Achso, ja, ich habe auch gesehen, dass du ein Spass war. Aber dann könntest du den Kill, na warte, nee, der war zu lange her, den kannst du nicht gemacht haben. Ja. Warte, warst du schon in Deacon drin? Unten? Ja, da war ich durch gerade. Okay. Sache ist, wir könnten uns doch einen Skip erlauben, so.
Ja. Also ich werde jetzt lieber noch was. Ja, wir können jetzt auch nicht wieder schießen, weil wir noch nicht genug Beweise haben. Aber 20, ganz am Ende der Runde, wo waren wir, als reported wurde? Waren wir da an Lifeline oder waren wir unten? Wir sind gerade rausgelaufen von Lifeline, rechts raus. Ah, okay, ja. Ja, okay. Ich war mir nämlich nicht mehr ganz sicher. Ich habe meine Tasks fertig. Ich werde jetzt hier den Lifeline Admin Boy machen. Erstmal kurz gucken, wo die ganzen Leute sind. 20 macht wahrscheinlich so wieder dasselbe. Ich glaube, er ist relativ safe. 2 Security, einer Comms, einer Electrical. Macht er den Button? Braun. Safe and Security, oder? Ja, safe. War die Leiche Security? Ich hab nämlich, wo ich war Lights fixen und Braun ist in den gegangen. Ist in Camps gegangen, ich bin zu Lifeline, weil meine Tasks fertig sind. Und ich habe halt den Kill auf Braun auf Lifeline miterlebt und ich wusste halt, dass es in Camps war, weil wo ich in Office rein bin, war sie noch an den Camps, weil die geleuchtet haben. Das heißt, also die Leiche ist in Camp. Ja, 20 ist wieder safe für den Kill, weil ich war auch Lifeline. Und, aber ich bin halt erst nach ihm dann rangegangen und hab erst, ich hab den Kill wisst nicht... Wisst ihr, wie lang der Kill her ist? Ja, der müsste so jetzt für 10, 15... Ja, also so nicht so mega lange. Das ist okay, nicht lange. Ich hab Weiß zum Beispiel gerade noch unten bei der Weather Note unten vor, also zwischen Weapons und O2 gesehen. Das Gefühl ist irgendwie, dass es grün ist. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, grün ist es irgendwie. Es waren, als der Kill, kurz bevor der Kill gefallen ist, waren zwei Leute in Security und einer in Electrical. Wer war in Electrical? Luna, ja, hat das euch dann wahrscheinlich die Leiche gewesen sein. Die Leiche, war die nicht bei Camps? Das ist doch dasselbe Raum, oder nicht? Ist aber bei Electrical. Nee, Electrical und Camps, Security sind zwei verschiedene Räume. Hier kann man sagen, dass ich das vielleicht war, weil ich da in der Chat Electrical reingelaufen bin. Nee, das kann nicht sein, das war, als der Kill gefallen ist. Ja, okay, dann weiß ich es nicht. Wenn wir irgendwas von Luna wollen, müssen wir es in den Chat schreiben, ne? Weil die hört uns nicht. Hä? Lol. Das hat die gerade in den Chat geschrieben. Oh, das ist blöd. Also, wenn ihr die fragen wollt, wo die war oder so, dann beeilt euch mal. Genau. Ja. Also, ich habe eben irgendwen gesagt, es soll grün sein. Warum grün? Ich weiß nicht, weil die ganze... Ich keine Ahnung, das ist so die ganze Runde... Ich war gerade im, wie heißt es, Laboratorium und habe da meine Tasks gemacht. Ich habe keinen wirklichen Grund dafür, dass grün ist, aber es kommt mir. Ah, jetzt höre ich euch wieder. Oh, nice. Also, nee, wo warst du? Warst du zufällig vor 10 Sekunden oder so in Electrical? Nein. Ach so. Wer waren dann da? Eigentlich skippen. Oh, jemand ist rausgefallen. Wieso bin ich auf Skip gegangen? Das war richtig dumm. Na klar, wir müssen sowieso skippen. Vielleicht haben wir Glück und eine Post ist rausgeflogen. Ja. Ja, das stimmt. Wenn nicht, ist jetzt... Haben wir safe verloren. Ein Kill-Ende. Wir haben halt gar keinen Sus. Also man könnte jetzt natürlich einfach... Lights ist auch. Ich werde mal Lights gehen auch tatsächlich. Man muss fast schon hoffen, dass jetzt einfach der Imposter rausgeflogen ist. Sonst haben wir sowieso verloren. Dropship. Soll einer gestorben sein in Dropship? Ne. Ja, so lange wie es jetzt schon geht, muss eigentlich. Wer ist denn die ganze Zeit im Dropship? Ne, ich schau nochmal kurz live rein.
Ja, Paco. Eine Sekunde her. Ja, Paco war's. Der ist, ich bin gerade zum. Ja, Digga, weißt du, bin gerade zum Reactor rechts oben hochgelaufen. Du kommst runter, gehst aber wieder hoch, weil du gesehen hast, dass ich gekommen bin und reportest dann erst. Ich glaube, das ist erst, weil wir waren auf der Lifeline zusammen. Soll ich euch sagen, was richtig bad ist? Dass der Imposter-Buddy rausgeflogen ist. Ja, das war richtig bitter, weil dann habe ich auf einmal gesagt: Scheiße, okay, jetzt habe ich verloren, weil ihr zu zweit die ganze Zeit rumläuft. Ich habe keine Chance mehr. Wir sind noch nicht mal die ganze Zeit zu zweit rumgelaufen. Nee. Wir haben uns nur oft an Lifeline halt irgendwie gecrossed. Ah, okay, aber auf jeden Fall waren meine Chancen damit ziemlich bad. Ja, vor allem, weil ich halt wusste die ganze Zeit, dass 20 die Kills nicht gemacht hat. Ja, das war halt kacke. Schade, wir hätten echt eine gute Chance gehabt. Wir hatten eine ziemlich gute Ausgangssituation. Ja, die Runde war an sich. Ich glaube, die Crew hätte dann schon vor 3-4 Minuten gewinnen können, weil ich glaube, ich hatte alle Tasks, die noch nicht gemacht wurden, aber ich war erst im Scheißen. Und dann war ich am Football gucken. Waven zu vorne. Yes. Okay, letzte Runde also. Oh, kann doch mal eine Abschlussrunde ohne für mich und dann. Pasta. Lass mal 20 direkt raus. Nein, Spaß. Pasta. Oh, schön. Ach. Alle meine Tasks sind links unten, das ist voll gut. Sind doch Wires oder so? Also ja, okay, es ist wahrscheinlich irgendwas dabei, wo man danach nochmal woanders hin muss. Aber alle meine Tasks sind hier, Alter. Da können wir richtigen Task-Speedrun machen. Und zumindest mit den ganzen Sachen, die hier sind. Ja, man muss auch die Maustaste festhalten. Ja, ein bisschen dumm. Nee, ihr macht das diesmal. Achso, ich hab die Task gar nicht. Pff. Ja, Mann. Ja, okay, danke. 20 ist hier. Selbst wenn 20 Imposter ist, ich würde es ihm gönnen und ihn nicht direkt rausholen. Ja, leck mich! Wieso muss ich denn als erster sterben? Ich wollte den Detektiv wieder machen. Ich wollte schnell meine Task speedrun und dann... Mann. Das wird eine gute Aufnahme für Tim. Danke für nichts. Es waren gerade, glaube ich, 4 Leute oder so bei O2 unten, ne? Wo liegt die Leiche denn bitte? In diesem Böller-Raum. Was? Diesen was? Warte, ich guck gerade, ich muss. Also Weapons, wo dann der Computer schießen muss? Weapons. Weapons, okay. Nein, das was waren denn 4 Leute gerade an Ding in O2? Aber ich werd's nicht sagen, so wenn ich das verkackt ist. Könnte ja vielleicht einer von denen gewesen sein sogar. Es war einer von denen und die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, weil das halt direkt da um die Ecke ist, ne? Naja, ich weiß nicht mehr, wer alles da war. Also ich war auf jeden Fall da, bin rausgelaufen, aber... Die Frage ist, wer ist als letztes da reingekommen, aber... Der reportet hat... Wie frisch ist denn die Leiche? Die müsste noch... Nicht alt, die ist safe nicht alt. Also ich habe gerade diese Task gemacht, wo du diese Gradzahl hochstellen musst. Auf 324. Die am Lager. Ja, genau. Ich war also mit anderen Worten, wir haben absolut keine Anhaltspunkte. Ja, wir müssen eh switchen. Es wurde auch einfach der Fall. Wir haben jetzt keinen Moderator mehr, sonst redet Tim immer die ganze Zeit und auf einmal ist es super still, weil Tim nicht mehr da ist. Nee, keine Ahnung. Das Ding ist, wenn man keine Anhaltspunkte hat, dann ist halt scheiße. Ich war zum Beispiel die ganze Zeit oben und hab diese blöde Kanister da vorher gemacht, wo du so hin und her rennen musst. Man muss halt trotzdem fragen, wer war alles so, bei O2, weil das ist ja am nächsten dran. Also ich bin gerade rausgelaufen. Wer war sonst noch? Wow. Ich sagte ja gerade, 4 Leute wären da gewesen. Ja, da sind noch mehr Menschen. Da waren auf jeden Fall recht viele. Ich glaube, 4 waren es zumindest. Gesagt, ich war Laboratory ganz oben. Ich war Lab. Underdog ist direkt in mich rein und dann wurde direkt reported und ich dachte, ich bin tot. Okay. Aber dann kann das doch nicht sein, dass 4 Leute in O2 waren. Wenn 2 im Lab waren. Was waren? Nee, 3. Ich war in Decontamination. Da waren es halt. Da bleiben auch 4 Leute mehr über. Also, das ist schon. Welcher Wichser hat mich gewählt? Ich tippe auf Lady. Wenn Tim noch leben würde, hätte ich gesagt Tim, aber ey. Das ist richtig. Das ist ein guter Punkt. Nicht. Okay. Mann, wieso muss ich denn in der letzten Runde als erster sterben? Das macht keinen Spaß. Man nimmt nicht den, der auf. Man tötet nicht den, der auf in der ersten Runde. Egal.
Und dann wurde auch noch der falsche Ort von vom Report gesagt. Mega sad einfach. Irgendwie bin ich zu blöd, diese Wasserräder vernünftig zu machen, habe ich das Gefühl. Kenn ich doch nicht. Ich habe auch keinen Plan, wer der zweite Imposter sein könnte. Das werden wir gleich noch gucken, ob wir das rausfinden. Ach, hier nur einmal den Knopf drücken. Bam. Fertig. Zack. So, wen verfolgen wir? Oh, hier liegt eine Leiche. Ja. Der arme 20. Double kill. Oder? Nein. Oder? Doch. Wir waren eben noch zu 8, scheiße. So, wo ist die Leiche? Michi, wo? Bei dem, wo war das? Bei de- ganz unten, bei diesen... Specimen? Bei diesem ganzen chemischen Zeug da. Specimen dann. Ja. Den, wo gelb okay. zuletzt war? Sekunde. Underdog und Lady ist auf jeden Fall auch ins Specimen reingegangen, die habe ich gesehen. Das heißt, ich tippe. Also Lost Luna habe ich gesehen. Ja, aber ich sag dir auf jeden Fall, dass Lady in Specimen war und da liegt ja die Leiche, ne? Ja. Hey, ist das schon wieder runtergegangen? Wie war Lady heute im Poster? Also ich bin runtergegangen. Also ich bin runtergegangen. Moment, Lady, wo lang bist du gegangen? Ich bin wieder zurückgegangen zu Admin. Also wo ich zurückgegangen bin, lag da noch kein. Es gibt halt gerade... Ich glaube, es war Lady und hat die Jatta gekillt. Und wir müssen jetzt einen Shot abgeben. Sonst ja, es gibt nur die Option Self-Report oder Lady Kill. Ich wollte erst in Specimen, aber da sind dann zwei nacheinander reingegangen und da wollte ich nicht hinterherlaufen, ehrlich gesagt, irgendwie. Dann bin ich hochgelaufen, als der Reactor-Alarm anging. Und dann bin ich wieder in Labs gelaufen. Also, stimmt. Ja, ich weiß es nicht. Wir müssen eh voten. Ja, ich bin für Lady. Doch. Ja, ich auch. Lady. Ich war die meiste Zeit alleine. Ja. Ja? Vermutlich ist es halt, sind es halt Lady. Wir müssen es eh jetzt probieren, sonst haben wir eh, also es... Ja. Michi, bist du es, der mich votet? Nein. Das klang schon irgendwie... So, nicht richtig. Ja, es muss wahrscheinlich wirklich der zweite Imposter gewesen sein, der ihr die Leiche vor die Füße gelegt hat. Sie hätte nicht reporten dürfen, aber woher soll sie das wissen? Also, dass das halt so offensichtlich dann ist. Diese Laufwege. Hä, war Paco gerade schneller als Luna? Oder kam mir das nur so vor? Kann ja eigentlich gar nicht sein. Wieso verfolge ich jetzt Paco? Keine Ahnung. Ich habe am meisten Hoffnung in ihn. Dass er es rausfindet. Also Luna darf nicht Paco töten. Bitte. Paco wird dich überführen. Ha! Ich frage mich... Das muss ja eigentlich der andere Imposter die ganze Zeit die Sachen anmachen, oder? Weil sie spielt auf Handy, da muss man glaube ich stehen bleiben, oder? I don't know, das ist zumindest ein Guess, ich habe noch nie auf Handy gespielt. Wer hört, wenn ich gekommen wäre, ist der perfekte Platz für einen Mord gewesen. Ah, die dürften jetzt wissen, dass ein Imposter raus ist. Also sonst wäre es ja schon durch. Also war Lady tatsächlich richtig. Ja, dann wurde der Killer da einfach vor die Füße gelegt. Bisschen mies, aber hätte man nicht reporten sollen, dann hätte es vielleicht noch funktioniert, wenn jemand anders ins Specimen reingekommen wäre. Der in Security war, könnte vielleicht das jetzt schon checken. Alleine, dass sie die ganze Zeit rumläuft und keine Tasks faked oder sowas, ist halt schon ein bisschen sus. Aber sieht halt keiner, ne? Außer der in Security könnte das gesehen haben. Aber Security wird jetzt wahrscheinlich... ist keiner mehr drin, okay.
Hey, die Runde geht so lange. Können die mal die Tasks machen, dann ist es einfach easy win. Das ist der easy win drin. Ja, jetzt kommt der Kill, oder? Das war der dümmste Kill, das ever. Ja, Hellgrün hat gerade gekillt. Luna hat gerade vor meinen Augen Nadel umgebracht. Elf. Hallo? Habt ihr mich gehört? Ja, wir haben dich gehört. Schön. Rudi, also, hast du das auch gesehen? Leider nein. Warst du noch gerade nicht gesehen. War dein war gerade da bei diesem... Wie heißt das wir denn? Ganz das ist eigentlich ja, ganz einfach, wenn's ja, Lula wenn, nicht ist. Das ist ja. Paco. Ja, okay. Also 50-50, wir werden es ja. Lula. Bitte. Ich hab gewählt. Sorry, Michi. Das war Pech. Hey, wieso hast du der gekillt? Ich hab dich nicht gesehen, Mann. Wieso nicht? Ich war doch hier. Da standen wir waren so zwei Leute noch im Raum. Wir waren zu viert in dem Raum und du ziehst einfach einen Kill aus dem Hut. Ich hab niemanden gesehen, außer diese eine Person, Mann. Ah, ich dachte, ich wäre safe. Ich bin safe, da sind so viele Leute. Mich tötet keiner. Aber Tim, ich musste dich einfach als erstes killen, weil das war die Rache dafür, dass du mich abgestochen hast, das eine Mal. Vor allem, die Kill-Location, die genannt wurde, war einfach die falsche. Das war nicht in Weapons, das war im Boiler-Room unten in O2.